Mahlzeit, Freunde. Ich hoffe, ihr habt alle Weihnachten gut verbracht, seid gut genährt, habt ein paar Spaziergänge unternommen, um euch die Weihnachtsgans wieder abzulaufen. Ja, ich habe gut gegessen, mir geht's auch gut und habe ich mir gedacht, fährst du heute mal los und guckst mal zwischen die Tage, was sich so an der Dresdner Bahn tut. Nun, hier tut sich auf gut Deutsch gesagt nichts im gesamten Abschnitt. Die Bauarbeiten ruhen bis praktisch ins neue Jahr hinein. Ich bin hier in Lichtenrade am Bahnhofsvorplatz, also jetzt auf der Seite der Steinstraße, Ecke Bahnhofstraße, und das ist jetzt Blick Richtung Lichtenrade Bahnhof, also Richtung Lichtenrade neuer S-Bahnsteig. Ja, und wie ihr sehen könnt, die Pfahlbohrmaschine steht hier immer noch rum. Mittlerweile hat man einen zweiten und dritten, nee, der dritte Baukran ist ja von der Wohnhaussiedlung dort. Auf jeden Fall hat man einen zweiten Baukran aufgestellt, um praktisch jetzt, wie ihr sehen könnt, das nördliche Widerlager der Fernbahnbrücke zu errichten. So, ich werde euch jetzt nochmal den Fußgängerbahnübergang zeigen und die hölzerne Zugang zum Bahnhof Lichtenrade, und dann werde ich mich anschließend mal nach Marlow begeben. So, hier bin ich jetzt am Fußgängerüberweg. Das ist Kilometer 13,821 und aus Marlow fährt jetzt gerade eine S2 Richtung Bernau ein. So, im Hintergrund könnt ihr den Zug noch hinter den Schaltkästen sehen und links im Bild ist das Schalthäuschen, was für den Bahnübergang hier ist. Dieser Bahnübergang bleibt so lange bestehen, bis die Unterführung Bahnhofstraße fertig ist. Insofern hat man hier also doch noch einen Film- und Fotostandpunkt, zumindest aus südlicher Richtung heraus. So, hier bin ich noch mal ein bisschen Richtung Bahnhofstraße, Steinstraße gelaufen. Hier hat man einen stattlichen Vorrat an Bohrpfählen, wie ihr sehen könnt, angefahren. Hier sehen, also das dürften mindestens, ja, das ist 10, 15, 20 Stück oder so werden. So, der Zugang zum S-Bahnsteig, der geht da lang, wo die Leute da langlaufen. Und im Hintergrund könnt ihr ja das Holz sehen. Er zieht seine Panorama. Das frische, und da geht's dann auf den Bahnsteig drauf. So, und hier bin ich jetzt im Bahnhof Marlow. Das ist Blick Richtung Berlin. So, und hier kann man sehr schön erkennen, auf der linken Seite befindet sich die Zufahrt zum Kehrgleis und selbiges. Und auf der rechten Seite sieht man dann vom Lampenpfahl die Weiche, wo jeweils sich die beiden Bahnsteiggleise trennen.
Auch hier könnt ihr sehen, die Fahrleitungsmasten für die Fernbahn, die stehen schon. Das war ja schon beim letzten Video, was ich gemacht habe, wohl zu erkennen gewesen. So, und im Hintergrund sieht man die Fußgängerüberführung als Behelfskonstruktion erstmal für die im Bau befindliche Bahnüberführung der Berliner Straße. Und da werde ich jetzt mal hingehen. So, hier bin ich jetzt auf der Fußgängerüberführung mit Blickrichtung Berlin. Die Hochhäuser im Hintergrund ist also schon Berlin. So, und aus Berlin kommt gerade eine S2 angefahren. Die endet ja hier in Marlow. So, und wie ihr sehen konntet, es gibt mittlerweile sogar Beschmierungen bei der S-Bahn oben auf dem Dach. So, das ist jetzt nochmal ein Blick von der Fußgängerbrücke Richtung Bahnhof Marlow. Auch hier kann man schön auf der rechten Seite das Kehr- und Abstellgleis erkennen, das in Verlängerung davon im Einfahrsignal ist. Die Fernbahnbrücke hier vorne im Vordergrund für die Berliner Straße, die ist auch soweit fertig. Also es fehlt jetzt praktisch nur noch die Erde zwischen der Brücke und da, wo die Spundwände sind. Und den Blick, wie die Unterführung Berliner Straße aussieht, das zeige ich euch dann gleich. So, das ist die Bahnüberführung Berliner Straße. Und wie ihr sehen könnt, die Asphaltdecke liegt, Fußweg rechts und links unter der Brücke. Jetzt mache ich das mal größer. Den könnt ihr da auch schon erkennen. Und hier vorne, hier fehlt allerdings der Fußweg. Also ich gehe mal davon aus, dass ich im Januar sicherlich noch mal auf die Brücke Berliner Straße kann, die aber dann gesperrt wird, weil hier die Berliner Straße dann aufgemacht wird. Das heißt also, der Fotostandpunkt oben auf der Fußgängerbrücke fällt dann weg. So, und die nächste Haltestelle für mich sind dann die im Bau befindlichen Unterführungen, einmal für die Fußgänger und einmal Ersatzneubau Trebiner Straße gleich am Bahnhof Marlow. So, das hier ist jetzt die Fußgängerunterführung für die Trebiner Straße. Die befindet sich ja in Höhe der Poststraße hier in Marlow. Oben drüber die S-Bahn-Gleise liegen. Im Vordergrund ist die Fernbahnbrücke zu erkennen. Und im Hintergrund sind praktisch die letzten Stützwandelemente noch eingeschaltet. Und man wird dort sicherlich dann auch bald mit dem Wegebau beginnen, denn wenn ich jetzt mal hierher schwenke, da hat man schon jede Menge Pflastersteine angefahren und das wird sicherlich dann auch bald losgehen. So, das hier ist jetzt die südliche Einfahrt der Trebiner Straße neu. Hier hat sich weiter, glaube ich, seit dem letzten Video, wo ich das letzte Mal hier war, irgendwie finde ich jedenfalls nichts getan. Der Straßenanschluss selber kann ja erst gebaut werden, wenn der Zufahrtunnel und die Rampenbauwerke fertig sind. Also hier braucht es noch ein wenig Zeit.
So, das ist jetzt ein Blick vom Bahnübergang Trebiner Straße in Richtung S-Bahnhof Marloh. Im Hintergrund die SH2-Tafeln. Dort endet praktisch das Gleis oder die Gleise jetzt von Richtung Berlin kommt. Und auf der linken Seite kann man dann nochmal das Empfangsgebäude sehen von der ehemaligen königlich-preußischen Militäreisenbahn. Im Vordergrund hier ist ja dann die Brücke zu erkennen, Trebiner Straße neu. Da fehlt noch ein bisschen was an der S-Bahn-Brücke. Aber ich denke mal, das wird zeitgerecht dann zum Termin, ich glaube April war das gewesen, wann die S-Bahn wieder nach Blankenfelde fahren soll. Ich gehe mal davon aus, dass man bis dahin hier fertig sein wird. So, das ist jetzt Dresdner Bahn in Richtung Blankenfelde. Die Signalbrücke rechts, die ist dann für die S-Bahn schon. Und im Hintergrund jede Menge Bohr- bzw. Spundwandrammgerät für die Unterführung, Überführung in Richtung Schönefeld. Und ich werde jetzt als nächstes mal zur Brücke über den Berliner Außenring gehen, um da mal einen Blick auf die Baustelle dort zu werfen. So, hier bin ich jetzt auf dem Berliner Außenring. Hier kommt gerade eine Regionalbahn nach Königs Wusterhausen gefahren. So, und erstmal zur Ortsbestimmung. Linke Seite, die Berliner Kurve müsste das sein, von und nach Dresden. Mittig die beiden Gleise, das sind die neuen Gleise Richtung Schönefeld bzw. Richtung Potsdam, also sprich praktisch der Berliner Außenring. Und das Gleis hier im Vordergrund, was da hinten abgeklemmt ist, das ist das eine ehemalige Gleis vom Berliner Außenring, weil man ja hier mit dem Ausbau, wendet das jetzt hier die Fernbahngleise vom BAR so ein bisschen verschwenkt hat. So, wenn ich jetzt mal hier ein bisschen größer mache, das ist dann die Kurve Richtung Marloh, Dresdner Bahn, Berlin. Oder eine andere Richtung, dann Richtung Schönefeld, Flughafen bzw. Schönefeld, was ist das, Terminal 1 und 2. So, jetzt bin ich auf die andere Seite der Brücke gegangen. Das ist also immer noch Blickrichtung Dresdner Bahn. In Bild Mitte könnt ihr die neuen Fernbahnbrücken sehen und dahinter ist dann die S-Bahn-Brücke. Das war auch der Grund, warum der Berliner Außenring in diesem Bereich, ich glaube bis zum 16. Dezember war es wohl, gesperrt war. Wer Videos vom Brückenverschub und den Arbeiten dort sehen will, den empfehle ich den Kanal von TTR. Der hat auf seinem Stellwerk, weil er ja Fahrdienstleiter da im Stellwerksturm links ist, hatte er, wie gesagt, immer den Logenplatz, um die Bauarbeiten zu beobachten. So, im Vordergrund hier fährt ein Regionalexpress ein. Der müsste Richtung Zossen gehen, wenn ich mich nicht irre. Ja, und das war es soweit hier jetzt aus Marloh mit hier nochmal Marloher Kurve, der Einschnitt zu sehen. Und im Hintergrund ist ja dann dort, wo das rote Haus ist, also das rote Dach von dem Haus, davor läuft die Dresdner Bahn.
Ich hoffe, man hat mich tonmäßig verstehen können. Und ich wünsche euch dann erstmal eine schöne Restwoche, falls wir uns nicht mehr sehen werden. Doch klar, morgen werde ich noch ein Video machen, solange das Wetter zulässt. Also haut rein, bis demnächst in diesem Kino.